Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Ferber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Es scheint, dass wir noch einmal davon gekommen sind, dass uns die drohende Schweinegrippe-Pandemie verschont hat. Eines hat uns die Angst vor der Schweinegrippe aber wieder bewusst gemacht. Unsere moderne Welt ist eine Welt voller Risiken. Klimaerwärmung, Gentechnologie, Terror, aber auch die Finanzkrise und die unsicheren Beschäftigungsaussichten in der globalisierten Wirtschaft nähren weltweit Gefühle von Unsicherheit. Professor Ulrich Beck aus München ist eine der großen Kapazitäten in Sachen Risiken und moderne Gesellschaft. Er hat 1986 den mittlerweile berühmten Begriff der Risikogesellschaft geprägt. Professor Beck ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Beck, bei NZZ Standpunkte. Herr Professor Beck, wenn man so um sich hört, dann hat man das Gefühl, es sei heute riskanter, auf dieser Welt zu leben. Stimmt dieser Eindruck? Das ist eine Frage, die richtig ins Zentrum des ganzen Themas zielt. Es ist nämlich nicht so leicht zu beantworten, ob es heute riskanter ist als früher. Erst einmal, auf den ersten Blick, haben wir gerade im Westen gelernt, mit Risiken umzugehen. Unsere Lebenserwartung ist größer geworden. Wir haben Antworten auf viele Krankheiten gefunden. Viele der Menschen, die früher wirklich Risiken ausgesetzt waren, sehen sich heute einem Leben gegenüber, das sie durchaus kalkulieren können. Auf der anderen Seite ist gerade mit der Durchsetzung dieser Kalkulierbarkeit von Risiken eine Welt entstanden mit Nebenfolgen, globalen Risiken, die offenbar von unseren Institutionen gar nicht mehr angemessen erfasst werden können. Sie haben es ja eben schon genannt. Einerseits die Umweltkatastrophen, die drohen, aber auch die Finanzrisiken als etwas Neues und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ein sehr ambivalentes Bild. Auf der einen Seite sind wir gerade im Westen besser geworden im Umgang mit der Unsicherheit, die die Moderne erzeugt. Und auf der anderen Seite erzeugen wir als Nebenfolgen Herausforderungen, für die wir noch gar keine Antworten haben. Jetzt könnte man nicht nur gegenhalten und sagen, allein Anzahl Tote, wenn man das jetzt zum Beispiel als Maß nehmen würde, des Zweiten Weltkriegs beispielsweise, übersteigt ja ein Vielfaches dessen, was zum Beispiel 9/11 an Todesopfer gefordert hat. Also wenn man so eine quantitative Größe jetzt nimmt, wenn man so einen Vergleich anstellen möchte, dann könnte man ja auch sagen, heute ist es eigentlich risikoärmer für das Individuum zu leben. Also wie ich gerade sagte, in gewisser Weise stimmt das. Aber gleichzeitig muss man sehen, der Risikobegriff, und das macht ihn ja so faszinierend, ist nicht die Katastrophe, ist nicht sozusagen die Zahl der Toten, die dabei erzeugt werden, sondern Risiken sagt etwas über die Zukunft aus, die wir eigentlich noch gar nicht kennen, versucht sozusagen die Zukunft zu antizipieren. Und in einer Welt, in der wir sozusagen dauernd durch unsere Entscheidungen alle möglichen Probleme erzeugen, ist das Risiko, was geschehen könnte. Wir leben sozusagen nicht in einer Gesellschaft des Indikativ, sondern dass das könnte. Und wie geht man mit diesem Könnte um, wenn es einerseits so ist, dass wir mit unseren bisherigen Instrumenten nicht mehr in der Lage sind, sie wirklich zu diagnostizieren und zu beantworten. Wenn aber auf der anderen Seite in der Tat eigentlich nicht dasselbe geschieht in dem Ausmaß, wie wir das aus früheren Jahrhunderten bisher gewöhnt sind. Wenn man es ganz allgemein sagen würde, was kennzeichnet denn im Vergleich mit früheren Risiken die heutigen Risiken? Was ist das Besondere der heutigen Risiken der modernen Zeit? Ja, man muss, glaube ich, drei Phasen unterscheiden. Das erste ist die Phase, in der wir in einer Welt lebten, die von der Natur und von Gott bestimmt war. Da gab es große Katastrophen, aber es war nicht so, dass diese Katastrophen den Menschen zugerechnet wurden, sondern es waren Sachen, die eben Gott oder den Göttern oder eben der Natur zugerechnet wurden. Das gibt es ja heute in gewisser Weise auch noch, weil wir in einer sehr pluralen Welt leben. Ist aber eigentlich nicht der Risikobegriff. Ich würde sagen, das sind Gefahren. Gefahren, die sozusagen auf uns zukommen und die wir nicht beeinflussen können. Sie werden jedenfalls als solche thematisiert. Risiko setzt dort ein, wo die Menschen Entscheidungen treffen müssen, wo der Modernisierungsprozess beginnt, wo Technologien, Märkte eröffnet werden, wo ein Wagnis in eine neue Welt geschieht und man gleichzeitig sehen muss, dass damit Folgen ausgelöst werden, die wir versuchen zu kalkulieren. Wie gesagt, das Risiko ist ja sozusagen die Zukunft, die wir antizipieren müssen, aber die wir nicht ohne weiteres antizipieren können. Und eine dritte Phase ist die, wo wir mit einer Wirklichkeit konfrontiert sind, in dem eben unsere Institutionen, die wir bisher entwickelt haben zur Risikovorsorge, offensichtlich nicht mehr richtig greifen. Wir nennen das in der Wissenschaft kalkulierte Unsicherheit oder Unsicherheit, die sozusagen aus der Kalkulation geradezu entsteht. Manufactured Uncertainties ist sozusagen der englische Ausdruck. Würden Sie zustimmen, wenn man es verkürzt und sagt, Risiko ist eigentlich Zukunftsangst oder eine Angst vor dem
Unsichtbaren, was kommt? Nicht notwendigerweise Angst. Das ist zunächst mal die Orientierung an der Zukunft. Das ist in gewisser Weise das, man kann sich ja fragen, kennen wir die Zukunft? Man muss sagen, nein, wir kennen sie nicht, wir können sie ja gar nicht kennen, aber gleichzeitig tun wir so, als ob wir sie kennen. Und dieses als ob im Umgang mit der Zukunft leistet der Risikobegriff. Er kolonialisiert in gewisser Weise die Zukunft. Er macht die Zukunft gegenwärtig, indem wir antizipieren, was geschehen könnte. Wir haben ein sehr diffiziles Instrumentarium entwickelt, unter anderem die Wahrscheinlichkeitsrechnung, in der Hoffnung, dass wir alles das in den Griff kriegen, was wir auslösen. Gleichzeitig ist der Risikobegriff allerdings ein Begriff, der uns immer nur ermöglicht, von den bisherigen Erfahrungen, die wir hatten, auf die Zukunft zu schließen. Und wenn etwas Neues geschieht, dann sind wir in großen Turbulenzen. Ist es denn im Vergleich zu früher, wir haben vorhin vom Zweiten Weltkrieg gesprochen, ist es denn, dass man es nicht weiß oder dass man es damals nicht wusste, was potenziell passieren kann, also das Wissen darum? Oder ist es auch, dass man eben heute technologisch beispielsweise in der Lage ist, natürlich ganz andere Risiken auch in Kauf oder auszulösen? Ich glaube, beides ist der Fall. Zunächst einmal muss man auch sehen, dass der Zusammenhang zwischen Risiko und Krieg nicht sozusagen das zentrale Problem ist, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das Interessante vielleicht nicht interessant, aber das Bemerkenswerte ist, dass ja die großen Risiken, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, gerade aus dem Zentrum des Friedens kommen, gerade aus dem Zentrum des wirtschaftlichen und der technologischen Entwicklung. Ja, die Umweltkatastrophe, die ja dadurch entsteht beispielsweise, dass wir das, was eigentlich so erfolgreich war, nämlich dass alle ein Auto haben, dass wir alle möglichen Fortschritte haben, wenn wir das über die Welt verbreiten, dann merken wir plötzlich, werden Nebenfolgen ausgelöst, die uns alle gefährden. Das ist das Merkwürdige. Wir haben es sozusagen mit einer Entwicklung zu tun, die eigentlich nicht eine Krise ist, sondern die Nebenfolgen der Siege der Modernisierung, die Nebenfolgen eigentlich des Fortschritts und des Friedens, in dem wir leben. Das sieht in Europa so aus, in etwa in Ländern wie Südkorea oder Japan oder China ist wieder eine andere Situation, weil dort nicht wie hier bei uns der Staat, insbesondere der Sozialstaat, aber auch der Rechtsstaat sozusagen eine große Basis bieten im Umgang mit den Risiken. Dort sind stärker die Familie und die Unternehmen die Größen, die versuchen, auf diese Risiken zu antworten. Und deswegen ist teilweise der Schock dieser Risiken in diesen Ländern auch sehr viel größer. Wenn wir noch etwas beim Risikobegriff bleiben. Risiken werden ja unterschiedlich wahrgenommen. Also ich denke, selbst Sie und ich, wir beurteilen gewisse Risiken wahrscheinlich unterschiedlich. Und wenn wir es im Weltmaßstab anschauen, erst recht. Also beispielsweise nach 9/11, nach dem Terroranschlag aufs World Trade Center, hatten wir in Europa, ich sage es jetzt etwas pauschal, den Eindruck, die Amerikaner sind von einer Terrorhysterie befallen, oder? Umgekehrt gibt es ja Dinge wie die gentechnisch veränderten Lebensmittel, wo die Amerikaner finden, wir seien da hysterisch. Ja. Ist das kulturell bedingt, das auch ist die Wahrnehmung von Risiken? Sehr viel kulturell bedingt. Wir hatten die Vorstellung, dass wir die Risiken berechnen können durch Wahrscheinlichkeitstechnologie und ähnliches mehr. Aber wir merken, es steckt immer eine Toleranzannahme in den Risiken drin. Und diese Toleranzannahme ist eine kulturelle Wertung und Wahrnehmung. Insbesondere den Ländern, denen es sozusagen an allem fehlt, wo wirklich die Katastrophe fast zum Alltag gehört, verstehen nicht die Aufgeregtheit, die wir angesichts von Umweltgefahren haben, die für sie relativ abstrakt sind und nichts mit dem unmittelbaren Lebenskampf, den sie alltäglich vollführen müssen, zu tun haben. Auf der anderen Seite haben wir zumindest im Zentrum Europas eine große Sensibilität für Umweltgefahren, die sich ja häufig, das muss man mal sagen, der unmittelbaren Wahrnehmung entziehen. Sie sind ja nicht sichtbar in dem Sinne, selbst wenn heute ein warmer Tag ist, heißt das nicht unbedingt, das kann der Klimaveränderung zugerechnet werden, weil Klima ein sehr abstrakter Begriff ist, den die Klimaforscher uns entwickelt haben, um sozusagen über Jahrtausende Veränderungen zu entwickeln und der alltägliche Wettererfahrung ist davon abgekoppelt. Also wir handeln zum Teil bei diesen globalen Risiken mit sehr abstrakten Risiken, die sich auch dem Alltagsverständnis entziehen und eigentlich eine Form auch der Verwissenschaftlichung darstellen und damit auch sehr stark Einschätzungen ausgesetzt. Das heißt aber, wenn man diese Risiken gegen diese Risiken vorgeben will, sie bekämpfen will oder angehen will, muss man zuerst auch das Bewusstsein schaffen für diese Risiken. Das ist ganz zentral. Also beispielsweise eben Klimaerwärmung. Sie sagten, das Risikobewusstsein ist gegeben, würden Sie sagen. Nein, das ist nicht gleichermaßen überall gegeben. Es ist eine Wahrnehmung, die insbesondere in Europa sich durchgesetzt hat. Denken Sie aber daran, dass das
gegen den Widerstand der Institutionen, von den sozialen Bewegungen, von den zivilgesellschaftlichen Bewegungen seit den 70er, 80er Jahren auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Und die wurden dafür sehr lange verachtet und auch nicht wirklich ernst genommen. Jetzt ist das zum Zentralproblem auch der Politik geworden. Aber ist es zum Teil auch in gewisser Weise ein Eliteproblem, weil die Menschen selbst in ihrem Alltag diese Art von Angst nicht im selben Maße spüren und natürlich von den Arbeitsmarktängsten, mit denen sie konfrontiert sind, ganz anders umgehen müssen als sozusagen diese abstrakten Fragen. Insofern kann man nicht sagen, dass das gleichermaßen geteilt wird. Ich würde sogar sagen, in dem Maße, in dem die Politik wirklich ernst macht mit einer Politik, die gegen den Klimawandel gerichtet ist, den abdämpft, auch sozusagen eine globale Perspektive einbaut, also nicht nur auf uns in Westeuropa, sondern auch die Länder, die ja wesentlich davon betroffen sein werden, mit ins Blickfeld rückt, wird es, was die Umsetzung der Politik betrifft, schwieriger, weil die Menschen noch lange nicht das Bewusstsein haben, was man hofft, dass sie eines Tages haben werden. Gehört denn zum Risikobegriff auch ein Maß an Dramatisierung? An medialer Überzeichnung der Gefahren, die da lauern, um eben überhaupt diesen Effekt auszulösen? Ich würde diese Wertung etwas neutralisieren. Denn wenn man davon ausgeht, dass Risiko eigentlich eine Zukunft ist, die wir nicht kennen, und dass diese Zukunft vergegenwärtigt werden muss, dann ist diese Vergegenwärtigung der Zukunft ein notwendiger Akt. Er passiert insbesondere, soweit es sich um globale Risiken handelt, im Bereich der Medien. Und ich meine, dass die Medien eine große Aufklärungsarbeit geleistet haben, teilweise auch überzogen. Aber immerhin, inzwischen ist es so weit, dass die Menschen in der Tat auf ihren Alltag bezogen davon ausgehen, dass das Klimaproblem ein echtes Problem ist und dass wirklich dafür etwas getan werden muss, jedenfalls in weiten Bereichen. Und dass es ohne die irgendwie doch zur Geltung kommende Aufklärungsfunktion der Massenmedien eigentlich gar nicht vorstellbar. Ich habe vorhin in der Ansage erwähnt, Sie haben 1986 den Begriff der Risikogesellschaft geprägt. Sie haben damals ein Buch geschrieben und das war eigentlich noch in der Zeit vor 9/11. Das war auch in der Zeit noch vor Tschernobyl, als Sie das Buch geschrieben haben. Also diese Risiken kannten wir mindestens gar nicht. Wie sind Sie damals aufs Thema gekommen? Immerhin vorüber. Also ich hatte das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, die von unseren Begriffen nicht mehr angemessen erfasst wird, in einem ganz konkreten, im vielfachen Sinne. Beispielsweise eben auch das Umweltthema. Es gab zwei Instanzen, die das nicht ernst nehmen wollten. Das waren die Gewerkschaften und die Soziologie. Und da musste man irgendwie ein bisschen Bewusstseinsveränderung machen. Und inzwischen schien mir das Thema wirklich auch in der Diagnose handfest zu sein. Das heißt, man musste es in die professionelle Diskussion hereinholen. Und da habe ich mich geweigert, diesen Begriff, der immer damals war, Postindustrialismus, Postfeminismus, Postmodern, weil Post eigentlich nur so ein Blindenstab ist, mit dem man die Wirklichkeit auch nicht erfassen kann. Und habe mich durchgerungen, Risiko als Schlüsselbegriff zu nehmen, auf dem Hintergrund der Überzeugung, dass wir, Sie haben das vorhin schon mal gesagt, dass wir sozusagen gerade mit dem Fortschritt der Technologie, mit der Intensität, mit der wir eigentlich die Wirklichkeit gestalten können, auch natürlich unvorhersehbare und unvorhergesehene Folgen auslösen, dass wir darauf aber nicht angemessen vorbereitet sind. Das wurde noch geschrieben, um es zu verhindern. Die Überraschung ist, dass das offenbar nicht gelungen ist, sondern das Thema ist ja nun sehr viel gründlicher uns um die Ohren gehauen worden, als wir das vorhersehen konnten. Ich meine, noch kurz vor Erscheinen Ihres Buches passierte Tschernobyl, die Explosion damals in diesem Atommeiler. Das war gewissermaßen eine Bestätigung Ihrer Thesen. Ja, manchmal werde ich jetzt schon mit Vorbehalten eingeladen, weil man denkt, wenn man mich einlädt, dann geschieht etwas. Also man muss etwas vorsichtig sein, aber es gibt so eine eigenartige Tendenz, dass in der Tat diese These der Risikobetroffenheit und der Risikogesellschaft sich ja in immer mehr Bereichen nach einer ähnlichen Logik, wie ich sie damals schon 1986 beschrieben habe, wiederholt und sogar potenziert. Wobei man eben da wieder sagen kann, man kann nicht immer das Schlimmste annehmen, generell, und hat dann unter Umständen natürlich auch das Richtige getroffen, weil es wirklich auch mal ein schlimmes Ereignis geben kann. Das heißt ja nicht per se schon, dass jetzt, nehmen wir nochmal Tschernobyl, die Atomtechnologie per se jetzt durch Tschernobyl diskreditiert worden wäre, sondern letztlich kann man natürlich auch positiv argumentieren und sagen, trotz Tschernobyl gibt es heute funktionierende Atomkraftwerke,
mit einem bestimmten Risiko, zweifellos, die aber irgendwo offensichtlich doch im Griff gehalten werden können. Ja, das hoffen wir immer bei dieser Diskussion. Das hoffen wir, dass die Risiken im Griff gehalten werden. Der Begriff Risikogesellschaft versucht ja gerade darauf hinzuweisen, dass wir uns da häufig verkalkulieren. Es geht gerade, das haben viele auch vorgeworfen, weil Risiko ja eigentlich die Kalkulierbarkeit suggeriert. Mhm. Und ich gerade versuche mit dem Begriff Risikogesellschaft hinzuweisen, halt, vorsichtig, unsere Institutionen sind nicht in der Lage, sozusagen einen möglichen Unfall, selbst wenn er ganz gering die Wahrscheinlichkeit ist, angemessen zu beantworten. Also gerade diese Diskrepanz. Ich finde aber, zur Verständigung noch mal, sind Sie denn der Meinung, es müsste eigentlich kalkulierbar sein? Ja, das ist die Hoffnung, mit der die Moderne angetreten ist, dass wir zumindest grob einschätzen können, welche Folgen wir auslösen und damit auch rational umgehen können. Ich fand das sehr eindrucksvoll, wie der Kollege François Ewald gezeigt hat, wie wir im 19. Jahrhundert gelernt haben, sozusagen eine gewisse Tauschlogik zu akzeptieren, in der, was weiß ich, wenn jemand eine Hand verliert oder ein Auge, eine gewisse Zahlungsbereitschaft gegeben ist, das Versicherungsprinzip als Gegenteil. Das entlastet den Modernisierungsprozess, gibt uns einen gewissen Halt der Kalkulierbarkeit, selbst wenn vieles schief geht. Aber dieses ganze Kalkül, diese ganze institutionalisierte Logik ist eben durch diese neuen Gefahren, die wir produziert haben, außer Kraft gesetzt. Und das macht die Sache so schwierig. Deswegen bin ich heute mal sehr skeptisch, wenn Experten, die eigentlich sich sehr gut damit beschäftigt haben, sagen, es ist alles sicher, es kann nichts passieren. Das stimmt nicht. Es kann natürlich alles Mögliche passieren. Und es passiert immer mehr, wie wir wissen. Die Finanzkrise ist ja nur eines der letzten Beispiele. Das heißt, die Beherrschbarkeit der Risiken ist letztlich eine Illusion? Ja, das ist jetzt wiederum etwas zu scharf gesagt. Es ist die Vorstellung, dass wir diese anscheinend ganz kleine Differenz zwischen einer wahrscheinlichen Katastrophe und einer unmöglichen Katastrophe nicht wirklich anerkennen. Und dass wir einfach nicht von der Voraussetzung, dass wir bisher die wahrscheinlichen Katastrophen handhaben konnten, auf die Unmöglichkeit schließen können. Und wie gehen wir damit um, wenn es doch möglich ist, aber eine Dimension hat, die die Menschheit bedroht, etwas, was wir vorher gar nicht kannten. Ich möchte aber einen Punkt, der mir ganz wichtig ist, bei der Gelegenheit noch mal zur Sprache bringen. Die Risiken haben auf der einen Seite diese Negativperspektive, aber auf der anderen Seite, gerade als Nebenfolge dieser Risiken, wird ja enorm etwas in Bewegung gesetzt in der Gesellschaft. Meine Güte, was wird inzwischen über die Klimawandeldiskussion auch politisch an Veränderungsdruck erzeugt? Was ist plötzlich alles geschehen, nachdem wir die optimistische Vermutung, dass die Finanzwirtschaft alle Risiken kontrollieren kann, beiseite legen mussten? Was für eine Turbulenz ist in der Gesellschaft erzeugt worden? Das heißt, die Nebenfolgen von Risiken sind gar nicht so schlecht, sondern sie öffnen plötzlich den politischen Horizont, geben völlig neue politische Perspektiven. Und ich habe den Eindruck, dass wir vor lauter Starren sozusagen auf diese Negativseite der Risiken das politische Öffnen der Gesellschaften unter Bedingungen globaler Risiken unterschätzen. Sind Sie ein Fortschrittsskeptiker? Nein, also weil man natürlich sagen könnte, mit dieser Haltung, dass man Risiken kalkulierbar halten muss, da wären natürlich viele Dinge wahrscheinlich gar nicht entwickelt worden oder erfunden worden oder vielleicht erfunden, aber wieder abgewürgt worden. Nein, als Soziologe halte ich mich da ein bisschen neutral und sage erst einmal, wir diagnostizieren das. Die Menschen, die sagen, wir haben das alles im Griff, nicht? Das ist einfach so eine Sache, da muss man etwas vorsichtig sein. Ich finde, ganz interessantes Kriterium an dem Beispiel sind diese neuen Technologien oder die Sachen, die wir befürchten, haben die eine Privatversicherung? Ich habe mich lange gefragt, was ist eigentlich so ein Kriterium, was zwischen Kontrollierbarkeit und nicht kontrollierbar entscheidet? Vielleicht machen das ja die Versicherungen, die ja selbst gar nicht moralisch urteilen, sondern was verdienen wollen dabei. Und wenn sie nichts mehr verdienen können, werden sie ja sehr vorsichtig. Allerdings finde ich, ist interessant, dass in der Tat beispielsweise Kernkraftwerke privat nicht richtig versichert werden. Da muss der Staat eingreifen, auch heute noch. Und dasselbe gilt auch in gewisser Weise für die Terrorrisiken, obwohl man zugleich immer auch sehen muss, dass die Privatwirtschaft auch aus Terrorrisiken ganz gutes Geschäft zu machen weiß. Also eine gewisse, wenn man das so ironisch sagen darf, eine gewisse Komplizenschaft zwischen den Terroristen und der Versicherungsbranche lässt sich nicht ganz ausschließen. Ungewollt, bitte nicht falsch verstehen. Aber es gibt einfach sozusagen
sozusagen Leute, die wissen, wie man das Geschäft mit der Unsicherheit betreibt. Genau, man kann mit Risiken natürlich auch Geschäfte machen. Ja. Nur noch einmal, die Segnungen, nicht des Terrorismus, aber der Atomkraft beispielsweise oder der gentechnologisch veränderten Nahrungsmittel, dass eben mehr Leute Zugang zu Nahrung haben, weil eben resistenter gegen Krankheiten, was auch immer. Also diese Segnungen wären ja eigentlich aufzurechnen gegenüber den Risiken eines Totalschadens, wenn man so will, nicht? Also eben die atomare Verseuchung oder dass eben am Ende eigentlich wir verhungern, weil alle Pflanzen so manipuliert sind, dass man sie nicht mehr essen könnte, was auch immer. Das Beispiel ist sehr aussagekräftig und ich glaube, daran kann man das Problem, was ich als Soziologe wieder diagnostiziere, ganz gut zeigen. Wir haben, was die Gentechnik betrifft, ist eigentlich nicht mit einer klaren Risikokalkulation zu tun, wie wir das bisher gedacht haben, sondern mit mehr oder weniger großem Unwissen. Wir wissen es einfach nicht, was die Folgen sind. Wir wissen nicht, ob die Folgen wirklich negativ sind oder ob sie positiv sein würden. Das ist dieser Zukunftsbezug, den wir antizipieren müssen. Jetzt ist das eine enorme Entwicklung. Wenn wir diese Entwicklung lostreten, wird die Welt anders als bei den Atomkraftwerken. Da konnte man konzentrieren und konnte man sagen, wir nehmen es zurück oder nicht. Aber wenn die Gentechnik sozusagen mal universalisiert ist, ist sie überall. Jetzt taucht die Frage auf, wie gehen wir mit dem Nichtwissen in einer Situation, mit unserem Nichtwissen in einer Situation um, in der nun wirklich erhebliche Weichenstellungen für die zukünftige Entwicklung gestellt werden. Und dafür gibt es Regeln. Und das Interessante ist, die Amerikaner sagen und teilweise auch die Europäer, solange nichts Negatives bewiesen ist, machen wir es. Und die Europäer werden vorsichtiger und sagen, ja, aber wenn sich bereits Anzeichen dafür geben, dass mögliche Folgen damit verbunden sind, die wir auch gar nicht vielleicht bisher richtig berechnen können, lasst es uns langsam machen, lasst uns etwas einbauen, sodass wir das revidieren können. Die ganze Technikgeschichte, die ganze Technikentwicklung ist ein einziges Beispiel dafür, dass am Anfang gesagt wurde, es war sicher. Und danach stellte sich dann irgendwie heraus, dass da doch erhebliche Probleme mit verbunden sind. Und was ist der richtige Weg? Und was ist der richtige Weg, mit dem wir umgehen? Ich meine, das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist damit nicht eine Expertenfrage. Sie kann auch nicht von der Industrie gelöst werden. Sie kann auch nicht von den Gerichten gelöst werden, sondern es ist eigentlich eine demokratische Frage, die ganz zentral an die Wurzel auch der Selbstbestimmung der Bürger reicht. Und bisher haben wir dafür eigentlich überhaupt keine Institutionen, weil die Parlamente, ja, die beginnen sich jetzt einzuschalten, aber nur sehr indirekt. Nehmen die Informationen eigentlich mehr aus dem Feuilleton, aus der Zeitung auf, als sozusagen substanziell aus der Forschung. Und das macht die Sache, finde ich, so heikel, weil wir eigentlich im Augenblick keine angemessene Antwort, auch keine verfahrenstechnische Antwort auf diese Art von Risikoproduktion im globalen Maßstab haben. Das heißt konkret eben, das nationale Parlament beispielsweise kann zwar ein Gentech-Moratorium aussprechen, aber das bringt eigentlich nicht so wahnsinnig viel, wenn, ich sage jetzt mal rundherum, ja, gentechnologisch veränderte Pflanzen zum Einsatz kommen. Ja, beispielsweise. Zum Einsatz. Und wir haben jetzt ja die Situation, dass sozusagen die Industriebetriebe, die großen Konzerne, und man kann das ja, ich bin nicht jemand, der Ihnen das jetzt anlastet, man muss nur diese Situation sehen, die sozusagen wie auf einer Weltkarte inzwischen überlegen, wo sie diese neuen Gentechnologien investieren und umsetzen können. Das ist Südamerika, das ist in Asien, während Europa also zögert. Und dann muss man sozusagen versuchen, wie kann man ein Katze-und-Maus-Spiel oder ein Machtspiel in Gang setzen über die Europäische Union bis in die einzelnen Länder hinein, um das durchzusetzen. Und dagegen gibt es eigentlich keine politische Instanz. Nicht, das ist wie überall in der Globalisierung. Wir haben auf der einen Seite sozusagen nationale und lokale Mitbestimmungsformen und Regierungsformen und globalisierte Prozesse, die jenseits davon laufen und sich dementsprechend auch durchsetzen. Aber das heißt eigentlich konkret, der Soziologe kann das nur konstatieren, er kann aber eigentlich keine Lösung präsentieren, weil letztlich ist es ja zwischen Abwarten und, ich sage jetzt mal, Erfahrung sammeln oder eben eher ein bisschen forsch voranschreiten. Beide Wege können richtig oder falsch sein. Wir als Soziologen können keine Urteile, Gottesurteile oder auch irgendwelche menschlichen Urteile in dem Sinne fällen, dass das eine oder das andere richtig ist. Ich glaube schon, also das ist jetzt sozusagen die, wenn ich aus der Rolle des rein soziologischen Diagnostikers heraustrete, vielleicht noch ein Stückchen Soziologie mit einfüge, sind augenblicklich die Unternehmen, auch die Naturwissenschaften, von einem Legitimationsproblem betroffen, dass sie an vielen Stellen merken, aber nicht lösen können. Weil sie sich anmaßen, sozusagen das Problem
in ihrer Regie, also in der Kombination von Industrie und Wissenschaft, Naturwissenschaft, Technik zu lösen. Also einfach zu sagen, wir brauchen das, wir machen das, wir kontrollieren das. Aber die Menschen haben das Vertrauen in dieses Zusammenspiel verloren über breite Strecken. Und es gibt bisher keine demokratisch legitimatorische Antwort. Es sei denn, man würde sozusagen über Grenzen hinweg, wenigstens in Europa oder in anderen Regionen, so etwas wie eine gemeinsame Antwort erzeugen. Ketzerische Frage, lässt sich das demokratisch überhaupt legitimieren? Ich glaube schon. Also man müsste erst einmal stärker, als es bisher der Fall ist, eine Entkopplung zwischen Erfindung und Entwicklung von Technologien im breitesten Sinne und ihrer Umsetzung erreichen. Eine Entkopplung. Also es ist das Gegenteil dessen, was wir gerade unter Wirtschaft und wirtschaftspolitischen Gründen machen. Weil dann erst die Technikentwicklung und auch die Entwicklung der Wissenschaft frei würde, mal unbefangen, ohne unter dem Zwang sozusagen der Verkopplung und der sofortigen Nutzung, die Ideen zu überprüfen. Also ähnlich wie wir das eigentlich sonst in der Universität gewohnt sind. Das wäre ein wichtiger Schritt dahin, damit überhaupt die Möglichkeit bestände, zu überlegen, was wollen wir unter welchen Umständen umsetzen, mit welchen Folgen. Und natürlich könnte dabei auch die Wirtschaft dann eine Schlüsselrolle wieder übernehmen. Aber eine gewisse Veröffentlichung sozusagen, eine öffentliche Organisation eines Technikdiskurses, wie wir ihn zum Teil an den Universitäten haben, aber doch eben unter dem immer stärkeren Zwang der ökonomischen Verwertbarkeit, wäre ein Schritt in diese Richtung. Was hieße das jetzt am Beispiel der Gentechnologie? Das hieße am Beispiel der Gentechnologie, dass man mehr Grundlagenforschung in den Universitäten macht, dass man die Frage sozusagen der Verkopplung von also produktorientierten Erfindungen und wirtschaftlichen Prozessen skeptischer sieht, als wir das augenblicklich unter dem Wirtschaftsdruck machen. Und dass man Phasen einbaut, in denen auch unter öffentlicher Kontrolle Dinge ausprobiert werden können, die dann möglicherweise auch zurückgenommen werden können. Und nicht dauernd unter dem Druck, weil es bisher noch keine Risiken gibt, machen wir es. Und die großen wirtschaftlichen Investitionen zwingen uns dazu, das zu tun. Praktisch ein Schicksal, nicht ein unmodernes Schicksal erzeugt wird, das wir hinnehmen müssen. Und dann gibt es noch eine Ethikkommission, die sagt, wir sind eigentlich dagegen, aber das spielt auch keine Rolle mehr, weil die Entwicklung eigentlich längst sich verselbstständigt hat. Führt euch zu einem Finanzierungsproblem unter Umständen der freien Forschung. Nicht? Ich würde sagen, die Forschung ist ja eine Institution, um Patente zu erzeugen. Das ist ihre wesentliche Funktion. Und man könnte eigentlich, das wird zum Teil jetzt übrigens auch gelernt in den großen technischen Universitäten, man könnte die Erzeugung von Patenten, also stärker an die Universitäten und diese koppeln. Grundlagenforschung koppeln und damit auch die finanziellen Ressourcen haben, die eine solche Autonomie darstellen wird. Man muss sich fragen, was ist eigentlich die Moderne? Das ist immer wieder der Punkt. Was macht die Moderne attraktiv? Und das ist eigentlich die Entscheidbarkeit und auch die Legitimierbarkeit von Entwicklung. Nicht das erzeugte Fatum, mit dem wir gerade durch die Verkopplung von Wirtschaft und Technologie konfrontiert sind. Und was ja auch immer wieder die globalen Risiken uns lehren, das ist das Gegenteil. Herr Beck, Sie haben vorhin gesagt, was der Soziologe macht und was der Soziologe nicht macht. Und er analysiert auch die Gesellschaft, die Befindlichkeit der Gesellschaft auch. Und als Folge dieser Risiken, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Sie auch den Begriff geprägt. Oder das moderne Lebensgefühl ist geprägt durch Unsicherheit, oder? Sagen Sie auch immer wieder. Kann man das so pauschal sagen? Ich denke, sehr viele Leute würden sagen, die Moderne bietet mir unheimlich viele Chancen und ich finde es eine tolle Angelegenheit, um etwas zu sagen. Ich würde den Begriff Unsicherheit nicht so negativ werten, wie Sie das gerade implizit getan haben. Unsicherheit ist beides. Es ist auch Kreativität, es ist Freiheit. Das, wo es nicht voll kontrollierbar ist, ist auch das, was eigentlich den Menschen kreativ macht und ihn wesentlich ausmacht und auch die menschliche Gesellschaft wesentlich kennzeichnet. Wenn alles organisiert ist, das können wir, und alles sozusagen durchkalkuliert ist, das kann eigentlich nicht unser Ziel sein. Aber wir wollen natürlich gegen die großen Risiken versichert sein. Und das ist ein sehr verständlicher Wunsch. Und auch ein Wunsch, der eigentlich in dem Versprechen der Politik und der Staaten liegt, mit denen wir es zu tun haben. Und große Risiken heißt existenzielle Risiken für Sie? Große Risiken heißt zweierlei. Erstens sozusagen über den nationalen Horizont hinausgehende Risiken, die alle bedrohen. Mhm. Und zum anderen zugleich existenzielle Risiken, die man
am eigenen Portemonnaie oder an der Arbeitslosigkeit oder wo immer spürt. Es ist ein sehr gutes Beispiel, sind die Finanzrisiken und die Finanzkrisen augenblicklich, die ja sozusagen von ganz globaler Dimension bis in den Alltag hinein verständlich machen, dass wir in einer Welt leben, wo man sich nicht mehr plötzlich, nicht mehr einfach, wo man die Abschließung nicht mehr einfach hinkriegt. Wir leben nicht in einem Container, wo man einfach zuriegeln kann und es kommt nicht rein, sondern alles Mögliche kommt rein und raus. Wir sind sozusagen in einem System der Abhängigkeiten, der Interdependenzen, in dem wir uns täuschen, dass wir dicht machen können. Auch die Schweiz sich manchmal täuscht, die könnte sozusagen alles dicht machen, aber die Deutschen genauso und alle anderen. Wir leben in einer Welt, wo das durch die Grenzen hindurch Risiken, Migrantenströme, alle möglichen Abhängigkeiten entstehen, denen wir uns nicht entziehen können. Aber der Einzelne wendet sich natürlich in dieser Situation, erwartet Sicherheit primär von seinem Staat. Ja, so der Schweizer von der Schweiz und der Deutsche von Deutschland. Das ist auch das große Versprechen der Staaten, wenn man sich fragt, was ist eigentlich das Kernversprechen, dann ist es diese Sicherheit. Und die Errungenschaft ja im Westen ist eine doppelte, finde ich. Auf der einen Seite haben wir eben auf die Frage, die ja jeden betrifft, wie gehen wir mit der Unsicherheit um, die die Moderne als permanenter Neuerungsprozess erzeugt, den Wohlfahrtsstaat entwickelt, der tatsächlich soziale Sicherheiten gegenüber einem sehr unruhigen Arbeitsmarkt bietet. Und zum anderen sollte man nicht verkennen den Rechtsstaat, der uns davor schützt, dass Risiken sozusagen der Monopolbildung von Politik und der Herrschaftsbildung relativiert werden. Das sind die großen Antworten auf sozusagen die Risikodynamik, die die Moderne zugleich auslöst. Das ist nicht in allen Ländern der Fall. Und deswegen würde ich sogar sagen, jetzt selbstkritisch, wir leben immer noch in einer Risikogesellschaft light. Also die ist nicht ganz so dramatisch wie in anderen Regionen der Welt, in denen einerseits sich die Risiken, die wir produzieren, sammeln, nicht wie in einem großen Bottich, also in Afrika und in den Ländern, die davon am härtesten betroffen sind, und andererseits kaum Antworten, institutionelle Antworten da sind, um mit diesen Risiken umzugehen. Vor allem ist es ja nicht zwingend ein neues Phänomen. Also man könnte ja argumentieren, die industrielle Revolution hat auch ein Heer von Arbeitslosigkeit geschaffen, zur Verarmung geführt. Die große Depression in den späten 20er, 30er Jahren hat Arbeitslosigkeit, existenzielle Krisen ausgelöst. Also man kann ja eher sagen, diese Phase ist eigentlich eher der Normalfall und die Ausnahme war jetzt eigentlich diese Jahrzehnte von relativer Vollbeschäftigung, relativ, in Deutschland war ja die Arbeitslosigkeit immer recht hoch, und Wohlstand. Nicht? Sie haben völlig recht. Ich meine, wir haben im Grunde genommen, wenn man das historisch vergleicht, eben eine relative Phase von Ruhe und Wohlstand erreicht, insbesondere auch in Europa und in Deutschland. Aber eben gleichzeitig, das kommt wieder auf das Argument vom Anfang zurück, in dieser friedlichen Phase aufgrund des Siegeszuges der Industrialisierung weltweit Nebenfolgen erzeugt, auf die wir jetzt keine Antwort mehr haben. Das ist diese merkwürdige Paradoxie. Wenn ich sagen könnte, das ist vielleicht der Preis, den man bezahlen muss, bewusst auch bezahlen muss. Also dieses Risiko hat diesen Preis. Man kann Jahrzehnte lang sehr gut leben. Wir alle haben ja irgendwo durch auch profitiert, bezahlen aber jetzt natürlich als Steuerzahler, als Rentner, als Sozialhilfeempfänger, zahlen wir einen relativ hohen Preis für das Versagen oder für den Kollaps dieses Systems nach Jahren eben des doch relativen Wohlstands. Ja, die Situation ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter in dem Sinne, dass man sagen muss, wie gehen eigentlich Staaten auch, die wir etabliert haben und ausgestattet haben mit allen möglichen Rechten und auch ihrerseits kontrollierbar gemacht haben, mit einer Situation um, in der sie wie alle anderen eigentlich gar nicht wissen, was geschieht. Wir kennen die Risiken nicht. Es ist sehr viel größer, das Nichtwissen ist sehr viel größer als das Wissen. Und das Interessante ist, wie gehen sozusagen Staaten in dieser Situation um? In der Finanzkrise haben wir ein gutes Beispiel dafür. Auf der einen Seite war das ja gerade etwas, was niemand vorhergesehen hat oder jedenfalls im Mainstream der Ökonomie nicht. Und der ganzen Politik war es auch einfach völlig ausgeschlossen, dass so etwas geschieht. Und nun aber
tun wir so, als wüssten wir alles. Als wäre es sozusagen, wären wir in der Lage, dieses Nichtwissen, was eigentlich der Hintergrund für das ganze Geschehen ist. Und Sie können sich die Ökonomie angucken. Sie ist durchgängig eigentlich nicht wirklich mit, auf so etwas vorbereitet. Es gibt kein angemessenes Wissen dafür. Ich bewundere die Kollegen der Ökonomie, die den Mut haben, das auch öffentlich zu sagen. Denn das ist die Situation, in der wir uns befinden. Aber was tun Staaten? Sie erzeugen sozusagen die Illusion der Sicherheit, sage ich jetzt mal zugespitzt, indem sie Milliarden reinpumpen nach irgendwelchen Programmen, von dem wir nur hoffen können, dass das auch wirklich irgendein Ergebnis hat, das uns von diesen Risiken befreit. Das heißt, wir sind soziologisch gesehen in einer Situation, in der das Staatsversprechen auf Sicherheit unter Bedingungen, sozusagen manufactured uncertainty, in einer Weise umgesetzt werden muss, wo man auch nicht mehr ganz weiß, wo die Hysterie liegt. Also wo sozusagen die Ebene der Rationalität liegt und immer noch trägt oder wo die Hysterie beginnt, die auch damit Politiker und Staaten ergreifen kann. Was könnte der Staat anderes tun angesichts dieser Sicherheitserwartungen der Bürger? Der entscheidende Punkt ist, und ich finde, das ist bisher in der Diskussion nicht durchgedrungen, ist, dass nur die Kooperation zwischen Staaten und nur sozusagen die systematische Einbeziehung des anderen, auch sozusagen der anderen Betroffenheit, in dieser Situation überhaupt eine Lösung Das hieß verspricht. Konkret jetzt? Das heißt in diesem Fall, dass man für alle möglichen Bereiche, im Bereich der Finanzrisiken, eben nicht mehr versucht, deutsche Antworten darauf zu finden oder schweizerische Antworten darauf zu finden, sondern mindestens europäische Antworten, möglicherweise sogar das benutzt als eine Situation, um ein System der Kooperation zu bauen zwischen den Staaten, das uns überhaupt in die Lage versetzt, diese Diskrepanz zwischen nationalstaatlicher Politik und globalen Abhängigkeiten und Probleme in irgendeiner Weise erstmal konzeptionell und dann möglicherweise auch institutionell in den Griff zu bekommen. Und wir haben eigentlich ein Beispiel dafür hier in Europa, und das ist die Europäische Union. Meines Erachtens war und ist die Finanzkrise die Chance der Europäischen Union. Eine der großen Gelegenheiten, wirklich zu zeigen, dass diese Art der Kooperation, die wir da gefunden haben, überhaupt den einzelnen Staat ermächtigt, wiederum auch in diesen, unter den Bedingungen der globalen Finanzabhängigkeit, eine vernünftige Politik zu machen. Das kann ich nicht erkennen, dass das bisher wirklich ergriffen worden ist. So weit sind wir ja noch nicht. Nee, noch gar nicht, noch gar nicht. Das ist erstaunlich und auch für mich erschütternd, dass eigentlich die große Idee, die die Europäische Union nach dem Zweiten Weltkrieg darstellte, immer noch verkannt oder nicht richtig auf den Begriff gebracht wird, weil man Angst hat, das ist ein Superstaat oder eine Supernation. Nein, wir haben noch nicht mal einen Namen dafür, was dieses große Gebilde eigentlich ist. Es ist eine Verbindung von Staaten zur Lösung der einzelstaatlichen Probleme. Und das wird bisher in der Substanz nicht erkannt und hätte hier, finde ich, sehr schön demonstriert werden können. Wobei man hier ja jetzt durchaus Anstrengungen unternimmt, beziehungsweise ja. Es gibt ja auch schon transnationale, multilaterale Institutionen, also der Internationale Währungsfonds beispielsweise, der ja durchaus auch eine stabilisierende Wirkung entfaltet. Sie haben recht, ich habe das jetzt etwas übertrieben. Es gibt sozusagen diese Instanzen schon, aber es ist merkwürdigerweise immer eine Rhetorik, die bei Gipfeltreffen gepflegt wird, dass man alles in diesem Kooperationskontext machen müsste. Und de facto läuft es dann doch wieder darauf hinaus, dass man nationalstaatliche Programme auflegt. Obwohl wir eigentlich wissen, dass auch der Fehler sozusagen der großen Depression genau das war, dass man nur national reagiert hat und nicht eine kooperative Lösung. Aber das liegt natürlich daran, dass die Politik national ist, der Stimmen und Wähler national ist und auch der Steuerzahler national ist. Ja, das ist der Hintergrund, der immer wieder gesagt wird. Aber wir sagen, also jetzt als Soziologe, wir sagen, guckt mal genauer hin. Die Bevölkerung ist nicht mehr nur national, sie lebt transnational, sie lebt sozusagen in mehreren Identitäten zugleich. Sie ist nicht nur sozusagen auf eine Identität festgelegt, sie lebt über Grenzen hinweg, sie hat Identitäten, die auch europäische Identitäten zum Teil sind, aber nicht nur europäische, sondern vielerlei Richtungen. Eigentlich leben die Menschen nicht mehr nur national, sie leben transnational. Die Wahlen sind nach wie vor national, aber wir haben natürlich auch die europäische Wahl, die als solche aber wiederum nicht ernst genommen wird. Da haben wir wieder denselben Punkt. Und es ist in der Tat so, dass man sich darauf einlassen muss, dass das, was als nationaler Container gilt, inzwischen sozusagen der Tummelplatz für all diese globalen Probleme sind, über die wir hier gerade sprechen. Nehmen wir das Beispiel der Autopauschale, der Abwrackpauschale oder wie das eigentlich so schön heißt, die Verschrottung, aber es sollte ja eigentlich dem Umwelt dienen. Das sollte die deutsche Autoindustrie wieder auf die Beine bringen. Das Ergebnis ist, dass Fiat
die japanischen Firmen und noch einige andere profitieren, wie die deutschen Firmen, Volkswagen zum Beispiel, nur dort, wo die Autos nicht in Deutschland hergestellt werden, sodass als Ergebnis dieser ganzen Aktion weniger deutsche Autos auf Deutschlandstraßen sein werden als vor der Aktion. Das ist ein Beispiel. Wir sind sozusagen längst intern vernetzt, denken, diese Vernetzung könnten wir auflösen, aber kapieren Sie nicht als eine politische Chance und Realität, auf die wir reagieren müssen. Müsste sich, heißt das, Sie plädieren eigentlich für die Auflösung des Nationalstaates? Nein, das ist eine falsche Konsequenz. Entschuldigung, dass ich das so direkt sage. Also das ist dieses lineare Denken, mit dem man immer davon ausgeht, entweder es gibt den Nationalstaat oder es gibt Europa oder es gibt eine Weltregierung. Die Idee ist komplizierter. Sie stammt auch aus dem Hintergrund der Forschung, die ich jetzt seit 10 Jahren mache. Es ist also nicht nur eine theoretische Idee, dass die Grenzen, in denen wir bisher gedacht haben, die Grenzen von entweder oder, sie stimmen nicht mehr. Wir sind zugleich deutsch und europäisch. Wir sind, was weiß ich, in gewisser Weise schweizerisch und vieles andere auch zugleich, weil auch die Firmen vernetzt sind, die Medien sind vernetzt, die Zeitungen sind vernetzt, die Eigentumsverhältnisse sind vernetzt. Der Nationalstaat, finde ich, bleibt eine wichtige Institution, aber es müsste sozusagen eine selbstverständliche Kooperation zwischen Nationalstaaten wirklich werden, die nicht nur als eine Abgabe von Autonomie und Souveränität gesehen wird, sondern eigentlich als eine neue Art der Ermächtigung im globalen Zusammenhang. Nämlich, wenn wir in so einer Interdependenz leben, dann ist nur die Kooperation die einzige Chance, um wiederum auch eine gewisse Souveränität zu erreichen. Das ist eine andere politische Logik. Die Empirie spricht ein bisschen eine andere Sprache. Also wenn man Leute befragt, wie identifiziert ihr euch? Also Sie kommen aus München, Bayern beispielsweise. Der würde sich zuerst mal als Bayer bezeichnen. Vielleicht noch, wenn es groß kommt, als Deutscher. Aber bei der Identifizierung als Europäer wird es dann schon sehr viel schwieriger. Bin ich nicht so sicher. Ich meine, das ist erstmal interessant, dass Sie mit Recht sagen, man kann vieles zugleich sein. Nicht die Vorstellung, dass man nur Bayer oder nur Deutscher oder nur Europäer sein. Na gut, das liegt daran, dass der Freistaat Teil von Deutschland Situation. Ist. Ja. Aber was ich vorhin schon sagte, wenn es dann darum geht, eben dieses Bedürfnis nach Sicherheit, dann denkt man doch wieder sehr national, beziehungsweise wendet sich an die Nationalen. Ja, das ist richtig. Das ist augenblicklich. Diese Bewegung ist im Moment nicht sichtbar. Man kann es ja auch verstehen. Die Vorstellung, dass diese Interdependenz, über die wir sprechen und die erfahrbar wird, sich automatisch umsetzt in eine Öffnung zur Welt, ist eine Überforderung. Die Menschen sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Wenn man in irgendeiner Branche bisher tätig war, in der plötzlich die Weltmarktkonkurrenz einbricht und Konkurrenten weltweit entstehen, Herrgott noch mal, da kann man nicht jubeln. Das ist eine Überforderung, die auch ein noch so idealistischer Soziologe niemanden abfordern kann. Aber es ist trotzdem so, dass wir natürlich als Realisten sagen müssen, der Nationalismus, der Nationalstaat, wenn das die einzige Antwort auf diese Fragen sein sollen, ist das eine rückwärtsgewandte Utopie. Sie kommt sozusagen aus der Vergangenheit und ist auf die Vergangenheit gerichtet. Sie öffnet nicht für die neuen Fragen und findet auch keine Antworten auf diese Fragen. Wir haben zwar diese Reaktion, sie ist verständlich, aber sie gibt uns keine Antworten. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, deswegen ist es auch die öffentliche Aufgabe einer Soziologie und auch einer Sozialwissenschaft, darauf hinzuweisen, dass wir auf der einen Seite zwar, ich nenne das eine Kosmopolitisierung, das heißt eine Abhängigkeit eben auch mit kulturell anderen haben, wie wir sie nie in der Geschichte zuvor hatten, eben weil diese Welt gefährlich geworden ist und weil sie interdependent geworden ist. Aber es gibt die Reaktion, zurück zum eigenen nationalen Schneckenhaus und versucht, darin abzuschließen. Das ist verständlich, aber letztlich nicht hilfreich. Kann man sagen, die Gefährlichkeit, wir haben dafür die Gefährlichkeit dieser Risiken und so, und das Weltweite dieser Risiken, wird letztlich die Gesellschaft in diese Richtung zwingen, die Welt in diese Richtung zwingen? Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung. Ich spreche in dem Zusammenhang. Ich sehe Ansatzpunkte. Erstmal glaube ich, dass wir haben es mit einem kosmopolitischen Imperativ zu tun. In dem Maße, in dem die Menschen konkret erfahren, dass sie in ihrer Existenz bedroht sind, zwar in einer Weise, nicht, dass der Nachbar jetzt eindringt oder irgendwelche Eroberungen drohen, aber in dem Sinne, dass es globale Probleme gibt. Klimaerwärmung beispielsweise. Ja, Erderwärmung, aber jetzt auch das Finanzrisiko, die direkt in seinen Alltag eingreifen.
beginnt er darüber nachzudenken, dass er Institutionen braucht, die dem entsprechen. In dem Maße, in dem sich das verschärft und als solches auch erfahrbar wird, wird auch dieser Reflexionsprozess sich verschärfen. Ob dieser Lernprozess, der dann entsteht, noch schnell genug abläuft, ist eine offene Frage. Aber es gibt, anders als jemals in der Geschichte zuvor, eben gerade, und das finde ich ist das Positive, ich komme darauf noch mal zurück, nicht, weil man immer sonst nur das Negative denkt, durch die Antizipation globaler Gefahren werden Möglichkeiten eröffnet, Lernprozesse in Gang gesetzt, über den nationalen Tellerrand hinwegzuschauen, von denen man sonst gar nicht vermuten konnte, dass in der Geschichte jemals so etwas effektiv greifen könnte. Ist der Mensch denn überhaupt fähig zu diesem Akt? Also, das kann man. Die Gruppe vielleicht ja schon. Aber der Einzelne, ist der nicht überfordert mit dieser Aufgabe, sich eben auch quasi Empathie zu empfinden für eine Entwicklung irgendwo fern auf dieser Welt, die ihn möglicherweise irgendwann auch persönlich tangieren könnte? Dieselbe Frage hat man bei Beginn des Nationalismus gestellt. Ist der Mensch eigentlich in der Lage, diese abstrakte Kategorie der Nation zu akzeptieren? Und man hat in der Geschichtswissenschaft, weil das eben lokale, kleinere Einheiten waren, und man hat dann in der Geschichtswissenschaft und der Soziologie gesagt, es bedarf einer bestimmten Imagination, einer nationalen Imagination, einer Vorstellung von Gemeinsamkeit. Wenn man sich fragt, gibt es so eine Vorstellung von Gemeinsamkeit und Solidarität, die auch etwas Abstraktes ist gegenüber den Besonderheiten heute auch schon, dann finde ich es interessant zu sehen, wie über die Massenmedien sozusagen eine Betroffenheit hergestellt über Entfernungen hinweg, die wir früher gar nicht gekannt haben. Was machen die Massenmedien in diesem Zusammenhang? Sie stellen Anwesenheit her, obwohl die Leute abwesend sind. Sie stellen Betroffenheit her, obwohl man mit denen eigentlich bisher gar nichts zu tun hat. In den Zeiten, wo solche Katastrophen passieren, ist ja enorm viel Virulenz da. Es bricht danach wieder ab, wenn das nächste Thema gesucht und gefunden wird und nicht mehr da ist. Aber ähnlich wie es auch zu Beginn des Nationalismus, sozusagen einer die Presse, die Druckerei, Kunst und Industrie vermittelt ein bürgerliches Nationalbewusstsein entstanden ist, könnte heute über Internet und die Kommunikationsmedien und die Betroffenheit, die daraus entsteht, die ja geografische Nähe und soziale Nähe entkoppelt, nicht? Man wird ja durch diese Medien wird ja das Entfernteste nah. Auch so eine Solidarität über Grenzen hinweg in Ansätzen entstehen. Wobei man sich auch wieder einwenden kann, Tsunami-Katastrophe beispielsweise, das war so lange in Europa ein Thema, in diesem Land ein Thema, wie es eben auch einheimische Opfer gab, weil Touristen dort, aber heute spricht eigentlich niemand mehr über diese Nachwirkungen dieser Katastrophe, obwohl sie eigentlich immer noch negativ vorhanden sind. Sie haben recht, es ist aber auch wiederum falsch, aus einer soziologischen Perspektive anzunehmen, dass eine völlig abstrakte Identifikation mit dem anderen entsteht. Sie entsteht vermittelt, das habe ich damals auch erst gelernt, über die nationalen Todeszahlen, die als Touristen protokolliert wurden, wodurch das sozusagen zu einem innenpolitischen Ereignis wurde, bis hin, dass die Regierungen herausgefordert wurden und teilweise gescheitert wurden, als Brücke sozusagen für die globale Sensibilität. Und Sie haben auch wiederum recht, in dem Maße, in dem diese Berichterstattung aufhört, bricht das Ganze erstmal wieder zusammen. Man müsste überlegen, wie weit trotzdem Elemente der Solidarisierung nach wie vor da sind. Und wir haben natürlich noch etwas anderes, wenn wir diese Klimakatastrophe ansehen, ist es eine kontinuierliche Bedrohung. Aber es ist ein sehr fragiler Prozess, ein Prozess, von dem man nicht sagen kann, dass da ein neuer, wie soll ich sagen, Hurra-Kosmopolitismus entsteht, wie wir eben einen Hurra-Nationalismus gehabt haben und zum Teil immer noch haben. Wir haben unsere Sendung überschrieben, Überleben in der Risikogesellschaft. Es geht ja wirklich um existenzielle Fragen. Ganz kurz zum Schluss. Glauben Sie, dass die Welt diese Kurve finden wird? Das ist eine schwierige Frage und ich kann in beide Richtungen massive Antworten vorgeben. Aber mein tiefstes Innerstes sagt mir, wir haben eine gute Chance. Und wir sind gar nicht so schlecht auf dem Wege, den wir beschreiten mit der vielen Kritik und den vielen Widerständen, die gleichzeitig immer vor uns liegen.
Sie haben als Prognostiker schon einige Male ins Schwarze getroffen, hoffentlich auch dieses Mal, Herr Beck. Diesmal ins Weiße vielleicht. Ja. Ins Weiße. Recht herzlichen Dank für dieses Gespräch und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ-Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Sie können diese Sendung auch übrigens im Internet sehen unter www.nzz.ch. Unseren nächsten Gast empfangen wir hier wieder in 4 Wochen. Es wäre schön, Sie wären auch dann wieder dabei. Auf Wiedersehen.